Communications, look alive. Got enemy contacts incoming. Yo, 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 Leute, willkommen zurück zu einer weiteren spannenden Produktplatzierung. Wir sind hier mal wieder in der Schlacht hier an Dreadnought und schauen mal, wie das Ganze weitergeht. Meine erste Runde mit meinen Boys. Jetzt mit menschlichen Spielern gegen menschliche Spieler. 19 Minuten geht so eine Runde. Mal sehen, was wir reißen können. Ich bin totaler Noob. Nicht vergessen, ich bin totaler Noob. Ich weiß, es gibt total die Dreadnought-Elite. Aber ich gehöre definitiv nicht dazu. Ich gehöre absolut ganz und gar nicht dazu. Okay, wir folgen mal den anderen. Ich passe mich einfach mal hier den anderen so ein bisschen an. Oben auf der Minimap sieht man auch die Gegner. Die sind jetzt hier hinter der Station. Die Karte hier heißt Saturnring. Treffe ich ihn? Ich glaube, ein bisschen treffe ich ihn, oder? Ich glaube, da wird ein bisschen Schaden ausgeteilt. Oh, böse getroffen. Captain Kill. Schönes Ding. Und ich glaube, das hier ist ein Reparaturstrahl. Ich bin kein Supporter. Ich bin im Angriff und irgendwie sind alle Gegner weg. Der hier vorne macht einen richtig guten Vorstoß. Okay, irgendwo hier drüben ist einer. Moment, hängt der da oben in der Ecke drin? Tatsache, der hängt irgendwo da oben in der Ecke drin. Oh, ist ein Hinterhalt. Alles klar, Raketen raus. Erstmal hier sein Schild runterbomben. Kalkuli. Oh, der wird auch hochgeheilt. Hat auch einen Supporter im Nacken. Komm schon. Trotzdem, das kann er nicht halten. Wo ist er hin? Vielleicht müssen wir erstmal hier den Heiler zerlegen. Das läuft. Yes, Assist. Okay, Captain Kill ist ein richtiger Kill. Assist ist eben nur ein Assist. Also ich glaube, mein Team hier bügelt ganz gut durch. Vorsicht, Vorsicht. Kollisionskurs. Alter, wo ist der? Hier drüben. Ah, Mann, ich muss noch nachladen. Alles muss hier gerade irgendwie nachladen. Jetzt aber, komm, das wird meiner. Final Blow. Nicht schlecht. Sind das auch wirklich diesmal menschliche Gegner? Weil immer wenn ich gewinne, schreibt irgendjemand in die Kommentare, ja Kies, das waren ja auch Bots. Wir erinnern uns an Paladins. Da war ich auch total geil drauf. Dachte mir so, yes Kies, du bist der Beste. Alter, bist du ein Gott. Und dann waren Spots. Weil wir sind hier gerade ganz schön am Abräumen. Ist einer von uns jemals zerstört worden oder gestorben? Ich glaube nicht, ne? Also gerade kassieren nur wir. Ah, die haben seine Rüstung hier. Wird gerade wieder aufgebaut. Komm schon, ich will den Final Hit. Alter, Final Blow. Der Captain. Weil die spielen ja alle so gut im Team. Und normalerweise spielen Menschen nicht so gut im Team. Normalerweise gibt es immer einer, der will ganz weit nach vorne und angeben, wie cool er doch ist, weil er alle Kills holt. Das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Entweder bin ich ein verdammt guter Spieler oder Bots. Moment mal, kann man das hier sehen? Da steht aber nichts von Bots. Weil der andere hat mehr Kills. Mittlerweile bin ich sehr, sehr stutzig. Die ganzen Free-to-Play-Spiele, die werfen dir erstmal ein paar Bots entgegen, damit du halt denkst, hey, das Spiel ist ja eigentlich ziemlich easy. Ja, bin ich ja gut reingekommen. Da unten ist doch einer, oder? Ja. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Irgendwo hier bei mir ist auch einer. Das sind meine Boys. Alter, habt ihr den schon wieder zerlegt? Terminiert. Missiles locked on target. Let him loose.
Alles klar, die gehen raus. Raketen gehen raus. Den da vorne hole ich weg. Torpedos! Alter! Das war so eine easy Runde. Victory! Assist! Hey, wir haben da so durchgemäht. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. Direkt noch eine Runde hinten dran. Ey, 100 zu 0. 100 zu 0. Ihr seid schon Menschen? Ja, ihr seid wirklich Menschen? Ich bin mittlerweile so... Okay, ich kann sie als Freunde hinzufügen. Es müssen Menschen sein. Es müssen Menschen sein. Kann ich hier irgendwie den Gegner nochmal sehen? Also ich habe auf jeden Fall mit Menschen zusammengespielt. Wo waren wir denn? Keystro, 4 Kills. 0 Tode, wie der andere auch. Und 2 Assists. Eine KD von 4,0. Absoluter Profi. Bester Spieler EU West. Kann man so sagen. Gut. Okay, Runde 2. Diesmal neues Schiff. Ist so ein bisschen wie eine Raygun, das Schiff. Macht halt hier so einen starken Schuss. Ist aber ganz witzig. Mir gefällt das Design von dem Baby hier. Das sieht richtig nice aus. Okay, wir spielen hier gerade den Proving Ground. Und ich kann wirklich nicht herauslesen, ob das Bots sind. Aber meine Freunde hier sind auf jeden Fall menschliche Spieler. Aber ich glaube, wir kämpfen hier wirklich gegen Bots. Ich habe es irgendwie so im Gefühl. Man muss nämlich 3 Runden spielen, um alle Modis zu erreichen. Oh fuck, ich muss mich drehen. Okay, jetzt bekomme ich gerade ganz schön ins Gesicht. Oh oh. Komm schon. Yes. Also, wir müssen uns erstmal hier komplett rumdrehen und das ist wirklich ganz schön stressig. Alter. Kalkuli. Okay, das sind definitiv Bots. Das sind definitiv Bots. Bots haben mich gerade getötet. Ich wurde gerade von Bots zerlegt, weil das Schiff ist ziemlich träge. Das ist eigentlich eins, wo er hinten stehen sollte. Ich mag die Level. So, wir geben einmal hier Speed. Damit wir auch vorne an der Front sind. Also man spielt auf jeden Fall mit Menschen, aber aus irgendeinem Grund gegen Bots. Es ist so eine neue Taktik von Free-to-Play-Spielen, dass man direkt hier so ein Erfolgsgefühl hat. Und dann bleibt man natürlich dran, ne? Dann denkt man sich so, geil, ich habe gewonnen. Dreimal hintereinander. Bester Spieler. Ist mir nämlich in letzter Zeit ein bisschen öfters aufgefallen. Och nö, jetzt bekommt ihr hier wieder ein Shield. Aber er regelt. Alter, das Ding ist so lang und dünn. Okay, hier drüben spawnen die alle. Da müssen wir wohl noch eine Runde 3 machen. Gegen menschliche Gegner. Aber ist eigentlich auch ganz gut. So kommt man ein bisschen in das Spiel rein, wird nicht direkt überfordert. Das hat auch seine Vorteile, ja. Aber ich glaube, es ist halt wirklich so was Psychologisches, was sie damit machen wollen. Alter, das Ding macht so einen Wahnsinns-Damage. Wenn man trifft. Oh oh, oh oh, oh oh. Was macht ihr hier für ein merkwürdiges Manöver? Wo will er hin? Okay, das ist meiner, Jungs. Mein Schild ist ganz schön angeschlagen. Alles klar, wir müssen ran. Boom! Das war ein schöner Schuss. Das war ein richtig schöner Schuss. Hau raus! Hau raus, Junge. Okay, mit dem muss man wirklich den letzten Schuss abgeben. Da kriegt man eigentlich immer garantiert einen Kill. Weil die anderen haben halt nicht so einen Wahnsinns-Damage. So einen direkten Wahnsinns-Damage. Alter, Captain-Kill von mir? Wie hab ich das denn hinbekommen? Boom. Komm schon. Und den nächsten reingewirkt.
Nein, 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 das wird ein Assist. Captain Kill? Okay, man teilt sich anscheinend die Kills. Diese Reichweite gefällt mir. Das ist schon ganz cool. Ich glaube, ich nehme den da unten. Okay, wir bleiben hier mal stehen. Der eine ist ein bisschen gierig. Ich glaube, ich bin der Einzige, der gestorben ist. Obwohl, der könnte down gehen. Weil der hier hält sau viel noch aus. Oder auch nicht. Alter, habe ich ihm gegeben. Ey, der eine geht hier rein und mäht sich da durch. Wahnsinn. Nein, nein, nein. Ah. Wie viele Kills habe ich denn? 7. Ein tot. Oh, da sind aber auch andere gestorben. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der gestorben ist. Den könnte ich vielleicht abkassieren. Obwohl, der bekommt ja auch ein bisschen Unterstützung hinten rein. Auf geht's, wir gehen nach vorne. Und das war's schon wieder, Alter. Ich würde sagen, wir machen noch das dritte Match gegen Bots, wieder mit einem anderen Schiff. Und dann können wir mal so ein bisschen die Schiffe testen, ohne direkt auf die Fresse zu kriegen. Aber diesmal war es 140, also die KI war ein bisschen besser. Ein kleines bisschen besser. Oder ich habe mich ein bisschen dümmer angestellt. Das kann natürlich auch sein. So, Runde 3. In der Jagd. Diesmal schwere, fette Plasmakanonen. Das Ding ist ein bisschen träge, wiegt halt eine Menge. Aber ich denke, damit können wir auch ganz gut aufräumen. Gut, wir bleiben mal wieder hier im Team und schauen mal, wo die Gegner kommen. Hier vorne sehe ich schon den ersten. Der bekommt auch den ersten Schaden hier reingewirkt. Und ich glaube, das Schiff, das der Kollege hier hat, ist, glaube ich, eins, wo man kaufen muss. Und natürlich kann man Schiffe kaufen, ist ja ganz klar. Ist ja ein Free-to-Play-Spiel und irgendwie muss ich so ein Free-to-Play-Spiel auch finanzieren. Noch kann ich sie nicht richtig sehen. Ich muss näher ran. Ist eben gerade einer von uns zerlegt worden? Tatsache. Jetzt verlieren wir schon gegen Bots, oder wie? Ich kann ihn nicht sehen. Der hängt irgendwie da unten. Ah, jetzt sehe ich ihn endlich richtig. Achtung, neben mir, neben mir, neben mir. Okay, keine Ahnung, was der vorhat. Irgend so ein merkwürdiges Manöver. Aber den will ich. Den will ich mir holen. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Komm schon, wir gewinnen das Ding. Kinski. Auf jeden. Auf jeden, Freunde. Oh, oh, vor mir ist noch einer. Ne, hinter mir, hinter mir. Hinter mir. Der hier will es, glaube ich, wissen. Wendemanöver. Oh, jetzt sind sie von beiden Seiten am Start. Nice, da kassiere ich. Wo ist meine Crew? Wo ist meine Armada? Okay, jetzt hier. Volle Fahrt voraus. Wir sind halt wirklich sehr, sehr langsam. Aber... Wow. Vorsicht, 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 Vorsicht. Schilde sind unten. Au, oh, jetzt bekomme ich hier gerade von allen Seiten reingewirkt. Dann drauf. Drauf. Den hole ich mir noch. Den hole ich mir noch. Er hat geschildert. Yes, Captain Kill. Zwei Stück. Und Platz 2. Ich muss sagen, diesmal schlagen die sich wirklich besser, ne? Also das ist schon eine Steigerung. Es ist halt wirklich sozusagen das Training. Die Ausbildung. Komm schon.
Assist! Nur ein Assist. Hier unten ist direkt der Nächste. Ich habe einen Warp-Jump, sehe ich gerade. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Der da oben geht mir so auf den Piss. Der hier. Wurde jetzt zerstört? Ich habe keine Ahnung. Assist bekommen. Okay, wir haben wieder Raketen. Nice, nice, nice. Ich würde sagen, wir boosten hier mal nach vorne. Der hängt hier oben. Was ein Typ. Final Blow. Tactical Kill. Und da drüben ist der Nächste. Double Kill. Alter Beast. Na Mist. Das war unnötig. Das war absolut unnötig. Was ist los? Oh, ich muss mich drehen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh shit, der gibt mir. Ich glaube, ich bin weg. Okay, ich bin in Deckung. Okay, wir brauchen eine 3. Ah, Mist, Mist. Ich fahr direkt rein. Nee. Jetzt bin ich weg. Ich hätte warpen sollen. Ich hätte warpen sollen. Oh, die Explosion sieht aber gut aus. Die sieht aber richtig gut aus. Auf geht's. Okay, wo sind die? Hier drüben sehe ich einen. Hm, wir könnten mit Raketen drauf. Aber ich glaube, der geht zu schnell down, der hier. Yes! Payback! Komm, den holen wir uns. Raketen on the move. Alter, Final Blow. Domination. Aber immer noch nicht Nummer 1. Wo ist er denn? Hier drüben. Dafür bekomme ich keinen Assist. Ich war ja wohl auch maßgeblich in die Sache involviert. So, Wendemanöver. Wendemanöver Omega. Den treffen wir. Sogar ganz gut. Ah, Mist, ich hätte ein bisschen schwenken müssen, hätte ich ihn getroffen. Boah, wir haben gewonnen. Nice. Victory. Victory. Das waren sie, die ersten glorreichen Runden mit Commander Troll. Guter Mann, der Troll. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal vielleicht wieder. Vielleicht spiele ich noch eine Runde dann gegen Menschen. Eigentlich müsste ich ja, oder? Noch eine Runde gegen Menschen, um zu gucken, ob ich wirklich spielen kann oder ob ich total der Noob bin. Finden wir es raus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!